Also ich möchte Ihnen zuerst sagen, wir sind wirklich in einem historischen, biblischen, apokalyptischen Zeitpunkt. Ce que je vais vous présenter peut avoir l'air dramatique, mais en fait, c'est nécessaire. Was ich Ihnen präsentieren werde, scheint ist dramatisch, aber es ist auch notwendig. C'est pas un great reset, c'est un great awakening. Es ist nicht ein great reset, sondern ein großes Erwachen. La conscience humaine a besoin de ça. Das menschliche Bewusstsein braucht dies. Ça a toujours été là, c'est pas nouveau. Das war schon immer hier, das ist nicht neu. Et ce système global nous permet de voir, et vous allez voir, à quel point la tyrannie est déjà là. Dieses globale System ermöglicht uns zu sehen, wie die Tyrannei schon so global ausgewachsen ist. Je veux me référer au Major Pfaff, parce que j'ai aussi une histoire des Nations Unies qui m'a ouvert les yeux déjà quelques années. Ich möchte auf Herrn Pfaff Bezug nehmen, weil in der amerikanischen Geschichte hat mich auch etwas beeindruckt. Ja. Roméo Dallaire, le général Roméo Dallaire, a été témoin du génocide au Rwanda. Der General Roméo Dallaire war Zeuge des Genozids in Rwanda. Et il a rien pu faire, il voulait arrêter ça. Er konnte nichts tun, er wollte das stoppen. Il a appelé le secrétaire général de l'ONU. Er hat den UNO-Generalsekretär angerufen. Et le génocide est arrivé devant ses yeux, alors qu'il était là pour la sécurité et la paix. Das Genozid hat vor seinen Augen stattgefunden, obwohl er eigentlich dort für den Frieden und die Sicherheit zuständig war. Je l'ai rencontré personnellement et on a organisé un panel sur la paix transgénérationnelle. Ich habe ihn persönlich begegnen dürfen und wir haben so einen Panel, eine Diskussionsplattform, eine Runde gegründet, eben für den Frieden zwischen den Generationen. Et il a dit une chose que me restera toujours. Il a dit, j'ai rencontré le diable devant moi dans tout ça. Et depuis, je crois en Dieu. Er hat mir etwas gesagt, was mir schon dann seit immer geblieben ist. Er hat mir gesagt, ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gerochen und ich habe ihn berührt. Ich weiß, dass der Teufel existiert. Und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Donc c'est un très bon modèle de l'armée qui veut faire du bien et qui est en face du diable. Ce qu'on a aujourd'hui, j'en suis persuadée aussi. Also das ist ein Beispiel, ein Modell eben von jemandem, der sich in einer Kriegssituation befindet und der aber das Gute machen möchte. Und ja, so ist es auch heute. Donc on est dans un siècle qui sera spirituel ou pas. C'est André Malraux qui connaissait la situation, un grand écrivain français. André Malraux, ein französischer Schriftsteller, hat gesagt, wir werden in einem spirituellen Jahrhundert sein oder nicht. Et donc tout ça pour vous dire, on a déjà gagné. Und ich möchte einfach unterm Strich sagen, wir haben schon gewonnen. Et on doit rester très élevé spirituellement parce que on a déjà gagné c'est déjà le projet prédictif de Looking Glass et plusieurs mais on doit vivre ça. Und wir dürfen in dieser hohen Schwingung bleiben und uns darin voilà. aufhalten. Donc je vais vous présenter un plan mais restez élevé. Also ich zeige Ihnen einen Plan, aber bleiben Sie in dieser hohen Schwingung. Voilà. Donc voilà, nous vivons une tyrannie des Nations Unies et de l'OMS déjà. Also wir leben unter einer Tyrannei der WHO und der UNO jetzt ja, schon. Jetzt. Et donc dans mes études depuis 20 ans, j'ai découvert en fait qu'ils ont décodé le génome. Und ich habe entdeckt jetzt in den 20 Jahren meiner Recherchen, dass sie die ganze DNA entkodifiziert haben. Décodé en l'an 2000. En 2000, ils avaient décodé le Jahr génome. 2000 haben sie das alles rausgefunden. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'on a un épigénétique, l'épigénétique. Aber was sie nicht gesagt haben, ist, dass wir auch Epigenetik haben. Et qu'on a le pouvoir de faire notre santé. Und dass wir die Macht haben, unsere Gesundheit zu schaffen. L'expression du génome. Das ist also der Ausdruck der Gene. Et ils ont aussi caché que, comme ils ont toujours des valeurs renversées,
Ils ont appelé ça le junk genome, le génome poubelle. Und weil sie immer umgekehrte Werte haben, haben sie das die Müll-DNA genannt. Et c'est le génome qui est le plus puissant dans l'être humain et même spirituel. Und das ist die stärkste DNA, also das stärkste Genom und das auch verbunden ist mit Spiritualität. Alors, je vous invite à aller regarder, ça c'est le futur de l'humanité, c'est qu'on peut guérir de tout et on peut être bien plus fort que ce qu'on nous dit. Und das, glaube ich, ist die Zukunft der Menschheit. Man kann wirklich von allem gesunden und viel stärker sein. Mais touchez pas au génome. Aber man darf einfach die DNA nicht anfassen. Ja. So, ça c'est une chose très importante. Et la deuxième, c'est ce qu'on vit déjà et ce que j'ai vu chez les seniors, c'est la digitalisation de tout et de la santé et le système de santé. Und was ich weiterhin auch sehe, ist die Digitalisierung bei den älteren Menschen von wirklich allem. Ja, le système de santé. Von diesem ganzen Gesundheitssystem. C'est ce qui prépare, une des choses qui prépare, Smart Cities, l'intelligence artificielle dans les villes, viennent à être, j'étais expert pour l'innovation, pour Smart Cities, et j'ai compris maintenant, les Smart Homes et Smart Human. Also ich war in Wien da mit beteiligt als Expertin und jetzt verstehe ich es im Nachhinein, dass das eben ihr Plan ist, diese intelligenten Städte, intelligenten Wohnungen oder Häuser. Alles ist verknüpft. Tout est relié. Alles ist verknüpft miteinander. Et là vous voyez que c'est au Japon en 2019 le G20, le G20 Summit. Realizing faire la société 5.0. Und Sie sehen, das war jetzt im Juni 2019 in Japan während dem G20-Gipfel. Ja. Und realizing society 5.0. Ah ja, und Sie wollen diese Gesellschaft 5.0 eben umsetzen. Et ça c'est tout, de remplacer tout le monde de plus en plus par l'information, la société de l'information. Und das ist eben das Ziel, dass man jeden ersetzt durch diese Technologie der Information. Et là, juste un petit truc, vous avez vu que là, le Smart City Expo, c'était en 2021, septembre 2021, avec le WEF, le gouvernement du monde. Also das WEF hat dort teilgenommen an dieser Smart City Ausstellung im Jahr 2021. Ouais, 2021. Donc on est déjà là et ça avance comme un rouleau compresseur. Also wir sind schon da drin und das geht vorwärts wie so eine Dampfwalze. Et aucune régulation de l'intelligence artificielle. Gibt gar keine Regulierungen, was künstliche Intelligenz anbelangt. Vos données vont partout, même le PCR ou votre passe vaccinal, le restaurant est au courant de votre docteur. J'ai des témoignages. Ihre Daten, die fliegen überall hin. Voilà, donc en fait, on sait qu'ils censurent, on sait qu'ils nous veulent pas du bien. Also wir wissen, dass sie zensieren, dass sie nicht unser Wohl wollen. Que les mensonges sont toujours là. Dass die Lügen immer da sind. Et que, en fait, comme dit Andreas, on doit revenir à la base, à la vie. Und wie Andreas Thiel es schon heute Morgen gesagt hat, wir müssen zurückkommen an die Basis, an das Leben. Aux moyens de vie les plus importants qu'on doit avoir, qu'on choisit. An die Mittel zu leben, die ganz einfach sind, die wir wählen. Oui. Et de revenir à la famille, à l'être humain, pas toucher son génome. Dass wir zurückkommen zur Familie, zum Menschen und dass wir seine DNA nicht antasten. Et pas changer, déstructurer les genres. Les hommes et femmes sont très distincts. Ja, und dass wir auch nicht Gender durcheinander bringen. Also ein Mann ist ganz unterschiedlich zu einer Frau. Et Apocalypse veut dire enlever le voile, et on doit enlever le voile pour exister d'une autre façon. Apocalypse, auf Französisch ist das auch das Buch der Offenbarung, heißt so, das heißt enthüllen. Also wir müssen das enthüllen. Voilà. Je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Vielen Merci Dank. Beaucoup et on reste ensemble pour ce nouveau und monde. Wir bleiben zusammen für diese neue Welt. Merci.